Um einen algebraischen Ausdruck in Faktoren zu zerlegen, sollte man die folgenden Verfahren in dieser Reihenfolge versuchen anzuwenden. Zuerst das Ausklammern, dann Anwendung einer binomischen Formel, darauf folgt die Anwendung der Faktorisation des Trinoms zweiten Grades, dann das Gruppieren und in jeder Gruppe versuchen zu faktorisieren, darauf folgt das Horner-Gitter, dann, falls Brüche vorhanden sind, einen gemeinsamen Nenner bestimmen und zuletzt mathematische Fantasie. Wir werden diese sieben Verfahren jetzt in mehreren Beispielen anwenden. Beginnen wir mit dem Ausklammern, womit man immer beginnen sollte. Zum Beispiel in dieser Summe sehen wir, dass die Zahl a im linken Term multipliziert, im rechten aber auch, denn a Quadrat, das ist a mal a. Die Zahl b multipliziert nur im rechten Term, nicht im linken. Die Zahl x multipliziert im rechten Term, aber auch im linken, denn x hoch 3 ist dasselbe wie x Quadrat mal x. Also schreiben wir diese Summe zuerst in diese Form um, so dass wir die gemeinsamen Faktoren deutlich erkennen können. Wir kennzeichnen sie mit einer Farbe. Die Zahl a multipliziert im linken, aber auch im rechten Term. Die Zahl x multipliziert im linken und auch im rechten Term und sonst sind keine gemeinsamen Faktoren. Also, wir kennzeichnen die gemeinsamen Faktoren mitsamt dem Malpunkt, zum Beispiel durch eine Farbe. Die bunten gemeinsamen Faktoren mitsamt dem Malpunkt werden ausgeklammert und zwischen Klammern wird alles abgeschrieben, was nicht bunt ist. Das heißt hier, x² steht da, das Pluszeichen steht da und das Produkt a mal b steht da. Somit haben wir diese Summe in Faktoren zerlegt. Ein zweites Beispiel. Wir schauen wieder, hier haben wir eine Differenz. Im linken Term sehen wir die 3, die multipliziert, und im rechten auch. Wir sehen links x², das multipliziert. Im rechten können wir x hoch 3 umschreiben in die Form x² mal x. Und so erkennen wir, dass links und rechts die 3 multipliziert, sowie auch x². Die gemeinsamen Faktoren kennzeichnen wir durch eine Farbe mitsamt dem Multiplikationspunkt. Die bunten gemeinsamen Faktoren werden jetzt vor eine dicke Klammer gesetzt. Das nennt man das Ausklammern. Und zwischen Klammern wird alles geschrieben, was nicht bunt ist. Das heißt hier, diese Klammer x² minus 1, dieses Minuszeichen und dieses Produkt x mal y. Diese Klammern hier, die x² minus 1 einschließen, brauchen hier nicht mehr zu sein, man kann sie aufheben. Hier waren sie erforderlich wegen der Multiplikation. Hier nicht mehr und somit finden wir diese Differenz in faktorisierter Form. Ein drittes Beispiel. Wir haben hier diese Summe. Wir versuchen wieder, gemeinsame Faktoren herauszufinden. Da sehen wir die 2, die multipliziert, und hier die 4. 4 ist dasselbe wie 2 mal 2. Also multipliziert die 2 links und auch im rechten Term. Hier sehen wir die Klammer x plus 1 und hier sehen wir die Klammer x plus 1 mal x plus 1. Hier sehen wir das Quadrat von 3x minus 5, das multipliziert, hier aber auch, denn 3x minus 5 hoch 3 ist dasselbe wie 3x minus 5 hoch 2 mal 3x minus 5. Also schreiben wir diese Summe zuerst in diese Form, so dass wir die gemeinsamen Faktoren gut erkennen können und kennzeichnen diese
durch eine selbe Farbe. Die 2 mit dem Malpunkt kommt auch im rechten Term vor. Die Klammer x plus 1 mit dem Malpunkt ebenfalls. Und diese Klammer 3x minus 5 im Quadrat mitsamt dem Malpunkt ebenfalls. Der Malpunkt steht hier davor. Die bunt gekennzeichneten gemeinsamen Faktoren werden vor eine Klammer gesetzt und zwischen Klammern schreiben wir alles daraus ab, was nicht bunt ist. Das heißt, diese Klammer 3x minus 5 steht da, dieses Pluszeichen steht da, 2 mal steht auch da und dann noch diese Klammer x plus 1 steht auch da. Jetzt reicht es, noch das, was hier zwischen Klammern steht, auszurechnen und fertig. Diese Summe ist somit so weit wie möglich faktorisiert worden. Dieses Zerlegen und die Geschichte mit den Farben, das wird sich mit der Zeit beheben. Mit der Zeit wird man besser und schneller und kann dann sofort von hier nach da übergehen. Zweite Etappe, Anwendung binomischer Formeln. Schauen wir in diesem Beispiel. Wir sehen sofort, dass man die Zahl 7 ausklammern kann. Wenn man ausklammern kann, sollte man unbedingt damit beginnen. Und jetzt schauen wir, was hier zwischen Klammern steht. Durch die Anwendung dieser binomischen Formel können wir sofort sehen, dass x² minus 4x plus 4 dasselbe ist wie x minus 2 im Quadrat. Ein zweites Beispiel, x² minus 9. Diese 9 können wir umschreiben in die Form 3 hoch 2 und erkennen hier sofort die binomische Formel a hoch 2 minus b hoch 2 gleich a minus b mal a plus b und durch Anwendung dieser Formel finden wir hier x minus 3 mal x plus 3. Ein drittes Beispiel. Auch hier können wir sofort 5 ausklammern, also tun wir das zuerst. Und hier erkennen wir die Formel a minus b hoch 3. Wir erkennen diese binomische Formel und deshalb ist dieses Quadrinom gleich zu x minus 1 hoch 3. Drittes Verfahren, das Faktorisieren eines Trinoms zweiten Grades. Zum Beispiel dieses Trinom. Auch hier sehen wir, wir können zuerst eine 4 ausklammern. Dann sollte man das auch tun. Und jetzt erkennen wir zwischen Klammern x² minus 5x plus 6 ein Trinom zweiten Grades. Davon suchen wir zuerst die Nullstellen. Hier sind das 2 und 3, leicht zu erkennen durch die Formel von Vieta. Die Summe ist 5 Ganze. Und das Produkt ist 6 Ganze, also 2 und 3. Und durch die Formel der Faktorisation des Trinoms zweiten Grades, die besagt, dieses Trinom kann man schreiben in die Form a mal, wo a die Vorzahl von x² ist, x minus erste Nullstelle des Trinoms mal x minus zweite Nullstelle des Trinoms. Also können wir dieses Trinom sehr schnell faktorisieren durch diese Formel in 1 mal x minus erste Nullstelle mal x minus zweite Nullstelle. Ein zweites Beispiel, wir haben dieses Trinom zweiten Grades, hier können wir nichts ausklammern, also versuchen wir die Nullstellen zu finden und wieder durch diese Formel können wir dieses Trinom umschreiben in die Form a mal, also 8 mal, x minus erste Nullstelle, 1, mal x minus zweite Nullstelle, 1 Achtel. Um diesen Bruch verschwinden zu lassen, können wir diese 8 in diese Klammer verteilen und somit finden wir dieses Trinom in schöner faktorisierter Form. Viertes Faktorisationsverfahren, das Gruppieren. Schauen wir in diesem Quadrinom. Wir können hier nichts ausklammern
und wir erkennen auch keine binomische Formel. Wir sehen aber, dass hier die Vorzahl 2 vorkommt und da auch. Hier kommt die Zahl 9 vor und da auch. Also bilden wir Grüppchen. Wir gruppieren den ersten mit dem dritten Term und den zweiten mit dem vierten Term so. In dem ersten Grüppchen können wir 2x ausklammern und in dem zweiten Grüppchen klammern wir minus 9 aus. So führt das zu diesem Ausdruck, zu dieser Differenz. Und jetzt erkennen wir ganz deutlich, im ersten Term multipliziert diese Klammer, im zweiten Term aber auch. Also können wir diese Klammer mitsamt dem Malpunkt ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch 2x minus 9. Die erste Klammer kann noch weiter faktorisiert werden, denn x² minus 1² ist durch die dritte binomische Formel dasselbe wie x minus 1 mal x plus 1. Wer am Anfang nicht dran gedacht hätte, die Grüppchen so zu bilden, wie wir es hier gemacht haben, auch nicht weiter schlimm. Man hätte auch die zwei ersten Terme als Grüppchen lassen können und die zwei letzten ebenfalls als Grüppchen. In dem ersten Grüppchen könnte man x² ausklammern, in dem zweiten Grüppchen aber nichts. Dann erhält man das. Wir sehen aber, in der ersten Gruppe multipliziert die Klammer 2x minus 9. Sie ist auch in der zweiten Gruppe vorhanden, sie multipliziert da aber nicht. Dann schreiben wir eben mal 1, so. Und jetzt erkennen wir deutlich, dass diese Klammer 2x minus 9 im linken Term multipliziert und im rechten ebenfalls multipliziert. Also können wir diese bunte Klammer mitsamt dem Malpunkt ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann x² minus diese 1, daher also diese 1 und x² minus 1 kann wieder faktorisiert werden in x minus 1 mal x plus 1 durch die dritte binomische Formel. Fünftes Verfahren zur Faktorenzerlegung, das Horner-Gitter. Schauen wir bei diesem Polynom. Das ist ein Polynom von x, x hoch 3 minus 3x minus 2. Wir können hier nichts ausklammern. Wir erkennen auch keine binomische Formel. Das ist auch kein Trinom zweiten Grades, denn dieses Polynom ist dritten Grades. Und mit dem Gruppieren kommen wir hier auch nicht weiter. Also versuchen wir es mit dem Gesetz vom Rest. Wir erinnern uns, jedes Polynom in x kann durch x minus a geteilt werden und somit umgeschrieben werden in diese Form x minus eine Zahl a mal den Quotient, das ebenfalls ein Polynom ist, plus Rest, der nicht mehr von der Variablen x abhängt. In dieser Schreibweise dieses Polynoms erkennen wir sofort, dass der numerische Wert von diesem Polynom bei der Zahl a, das heißt p von a, gleich ist zu a minus a mal q von a, also 0 plus r. Was also bedeutet, der numerische Wert dieses Polynoms p bei dieser Zahl a ist nichts anderes als der Rest der Division dieses Polynoms durch dieses Binom x minus a. Das nennt man das Gesetz vom Rest. Und falls das Polynom ausgedrückt bei der Zahl a 0 ergibt, dann bedeutet das, dass dieser Rest hier 0 sein muss und somit hätten wir dann dieses Polynom faktorisiert. Also, um solch ein Polynom durch das Gesetz vom Rest faktorisieren zu können, müsste man einen Wert finden, die Zahl a,
für die der numerische Wert des Polynoms 0 ergibt. Und dazu nutzt man die ganzen Teiler vom unabhängigen Term. Das heißt hier plus minus 1 und plus minus 2. Schauen wir mal bei 1. P von 1, das macht 1 minus 3 minus 2, das ist nicht 0. Schauen wir zum Beispiel bei minus 1. P von minus 1, das macht minus 1 hoch 3 ist minus 1. Minus 3 mal minus 1, das macht plus 3. Also minus 1 plus 3 minus 2, das macht 0. Der numerische Wert dieses Polynoms bei minus 1 ergibt 0. Also kann man dieses Polynom teilen durch x minus minus 1. Das heißt, unser Polynom können wir umschreiben in die Form x minus minus 1 mal irgendein Polynom zweiten Grades. Dieses Binom ist ersten Grades. Dann muss dieses Polynom zweiten Grades sein, damit ihr Produkt dritten Grades wird. Aber wie findet man dieses Polynom? Das macht man durch das Horner-Gitter. Zuerst schreiben wir unser Anfangspolynom geordnet und vervollständigt. Geordnet bedeutet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Und hier müssen wir vervollständigen, weil kein Term in x² vorhanden ist. Also schreiben wir dieses Polynom in die Form 1 mal x hoch 3 plus 0 mal x hoch 2 minus 3 mal x minus 2 mal x hoch 0. Und die Zahl, bei der das Polynom 0 wird, die tragen wir hier ein. Jetzt legen wir los mit dem Horner-Gitter. Die 1, die da steht, schreiben wir in diese Zelle, die rutscht also runter. Und jetzt von da nach da wird multipliziert. Minus 1 mal 1, das macht minus 1. Und dieses Produkt schreiben wir in diese Zelle. So. Vertikal wird addiert. 0 plus minus 1, das macht minus 1. Diese Summe schreiben wir dahin. So. Minus 1 mal diese minus 1, das macht 1. Dieses Produkt schreiben wir da. So. Minus 3 plus 1 macht minus 2. Hier gehört also die Zahl minus 2. Jetzt noch minus 1 mal minus 2, das macht 2. Dieses Produkt schreiben wir dahin. Und minus 2 plus 2, das ergibt 0. In dieser Zelle müssen wir immer 0 finden. Wenn da keine 0 steht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben uns im Horner-Gitter vertan, oder aber der numerische Wert dieser Zahl minus 1 ergibt gar nicht 0. Und die Vorzahlen von diesem Polynom zwischen Klammern sind hier abzulesen. Das ist ein Polynom dritten Grades, das ist ein Binom ersten Grades, dritter Grad minus erster Grad ergibt zweiter Grad. Also sehen wir hier 1 mal x hoch 2 minus 1 mal x minus 2 mal x hoch 0. Dieses Binom x minus minus 1 schreiben wir jetzt noch um in die Form x plus 1. Und dieses Trinom zweiten Grades kann noch faktorisiert werden durch die Nullstellen. Die Nullstellen dieses Trinoms sind minus 1 und 2. Jetzt schreiben wir noch x plus 1 mal x plus 1 in die Form x plus 1 hoch 2. Und somit haben wir dieses Trinom schön faktorisieren können. Wenn wir die Summe oder die Differenz von Brüchen faktorisieren möchten, dann bestimmen wir zuerst einen gemeinsamen Nenner. Hier haben wir die Differenz von diesem Bruch, wir setzen dieses Produkt auf 1, und von diesem Produkt,
dessen Nenner diese Quadratwurzel ist. Also, wir machen zuerst mal die zwei Brüche gleichnamig. Das heißt, hier multiplizieren wir Zähler und Nenner mit dieser Quadratwurzel. So. Diese Quadratwurzel mal sie selbst ergibt der Radikant. Jetzt haben wir den gemeinsamen Nenner, können das Ganze also in einem einzigen Bruch schreiben. Und jetzt versuchen wir noch, Zähler und Nenner einzeln zu faktorisieren. Schauen wir uns den Zähler an. Wir sehen hier gemeinsame Faktoren. Also können wir diesen gemeinsamen Faktor 2x minus 1 im Quadrat mitsamt dem Malpunkt ausklammern. Dann tun wir das auch. Und zwischen Klammern rechnen wir das Ganze jetzt aus. Wir überprüfen aber zuerst, ob man da nicht auch noch etwas ausklammern kann. Nein, ist nicht der Fall. Also rechnen wir das Ganze aus. So. Und jetzt versuchen wir noch, diese Klammer zu faktorisieren. Das ist ein Trinom zweiten Grades. Dieses Trinom hat aber gar keine Nullstelle, denn die Diskriminante Delta gleich b² minus 4ac ist hier 1 Quadrat minus 4 mal 4 mal 24 eine streng negative Zahl. Der Nenner kann auch nicht weiter faktorisiert werden, also ist die Aufgabe erledigt. Falls keine der vorigen Faktorisationsmethoden hilft, sollte man versuchen, mathematische Fantasie zu entwickeln, wie zum Beispiel in diesem Quadrinom. Wir können nichts ausklammern, wir erkennen keine binomische Formel, das ist auch kein Trinom zweiten Grades, gruppieren hilft hier auch nicht, wir erkennen auch keinen Nullwert von diesem Polynom, man versucht das immer mit den ganzen Teilern vom unabhängigen Term, also plus minus 1 und plus minus 2, dieses Polynom wird aber bei keinem dieser vier Werte gleich 0, also sollte man versuchen, mathematische Fantasie zu entwickeln. Wir werden hier den Term 10x² sowie auch den Term minus 7x etwas umschreiben. Diesen Term 10x² schreiben wir in die Form minus 6x² plus 16x² und den Term minus 7x schreiben wir um in diese Form minus 3x minus 4x. Wir haben somit an unserem Anfangspolynom nichts geändert. Es stimmt schon, man muss schon darauf kommen, das so zu zerlegen und dann auch noch ersten, zweiten und vierten Term zu gruppieren, sowie auch den dritten, fünften und sechsten Term, also so. In diesen drei ersten Termen können wir 3x ausklammern. Und in diesen drei letzten Termen können wir 2 ausklammern. Dann tun wir das auch. In den drei ersten klammern wir 3x aus. Zwischen Klammern bleibt dann dieses Trinom zweiten Grades. Und in den drei letzten klammern wir die 2 aus. Hier bleibt dieses Trinom zweiten Grades. Und voller Freude stellen wir fest, diese beiden Trinome sind genau gleich und multiplizieren in beiden Termen dieser Summe. Also können wir die ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch 3x plus diese 2. So. Und jetzt können wir noch versuchen, dieses Trinom zu faktorisieren. Das ist ein Trinom zweiten Grades. Wir haben hier Glück. Die Diskriminante ist streng positiv und somit kann dieses Trinom nach seinen zwei Nullstellen ein halbes und minus ein Viertel so faktorisiert werden. Diese 8, die da vorne steht, die schreiben wir noch um in Form 2 mal 4. Warum? Weil diese 2 jetzt in diese Klammer verteilt wird und so verschwindet dieser Bruch ein halbes. Und diese 4 verteilen wir in dieser Klammer und so verschwindet dieser Bruch ein Viertel. Und somit
haben wir unser Anfangsquadrinom schön faktorisieren können. Wir haben hier 7 Faktorisationsmethoden gesehen. Man muss aber wissen, dass nicht jeder algebraische Ausdruck faktorisierbar ist. Es kann sein, dass wir mit keinem Verfahren weiterkommen, ganz einfach, weil es nicht möglich ist in der Menge R.